Willkommen zu einer neuen Folge von Project Zomboid. So, wir haben es jetzt 20 Minuten vor 8. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, macht es noch großartig Sinn, mich hier auf eine Reise zu begeben? Denn in der Nacht würde ich ungern in die Stadt gehen. Nee. Wisst ihr was? Wir kampieren mal lieber hier im Bauernhaus. Beziehungsweise ich könnte eigentlich noch ein paar Stunden gehen. Schlafen kann er ja noch nicht, oder? Nee, geht nicht. Aber er könnte sich zumindest schon mal ausruhen. Das wäre auch schon mal was wert. Jetzt schauen wir mal, wie spät es dann ist, wenn er sich komplett ausgeruht hat. Okay, nicht recht viel später. Wisst ihr was? Wir gehen trotzdem. Und zwar gehe ich mal in diese Richtung hier. Denn ich würde mich ganz gerne ein bisschen wieder, ja, ausmüllen. Mein Charakter ist randvoll. Und von daher wäre es nicht schlecht, wenn ich da langsam aber sicher mal wieder den Heimweg antrete. Jetzt muss ich nur gucken. Muss in diese Richtung, oder? Genau. Hier durch. Richtig, perfekt. So, halt. Nee, hier rum. Okay, ich hoffe, ich renne jetzt richtig. Aber ich denke, so verkehrt dürfte es normalerweise gar nicht sein. Oder doch? Mitten im Wald. Einsam und verlassen. Oh, war ja. Passt es oder passt es nicht? Doch, passt. Gut. So, schon wieder Zombies. Das war ja zu befürchten. Sodele, ich brauche einen Unterschlupf für die Nacht oder eben nicht, je nachdem. Wenn wir es in einem Zug hier zu Hause anschaffen würden, anschaffen, ankommen natürlich, wenn wir ankommen würden, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. So, hier waren wir ja bereits. Okay, ihm geht die Puste ein bisschen aus. Gut. Ui, Zombies. Hinter einem hohen Zaun. Aber die kommen nicht rein. Beziehungsweise auch nicht raus. Aber ja, doch, die kommen schon raus. So, vorbei an den ganzen Zombies. War es wirklich gut, hier sich vom Bahnhof zu entfernen? Ich glaube, langsam, aber sicher eher weniger. Aber gut, es hilft nichts. Ich muss nach Hause. Ja, ganz toll. Zombies, es wird dunkel. Und es fängt jetzt auch noch an zu gewittern. Perfekt. Also, besser könnte der heutige Tag ja gar nicht mehr laufen. So, wir sind schon mal in der Nähe des ja, Pfannkuchenladens. Oh weia, oh weia. Okay, zu regnen fängt es auch noch an. Perfekt, also super. Echt toll. Und es scheint auch nicht aufzuhören. Ganz im Gegenteil, ich denke, es fängt stärker an, oder? Naja. Wir müssen einfach einen Zahn zulegen, dann sind wir auch schneller wieder im Trockenen. Na komm, mach hinne. So, die Kreuzung, das heißt, wir müssten jetzt gleich in der Nähe des Sunstar Hotels dann sein. So, bin ich richtig oder bin ich nicht richtig? Doch, ich bin richtig. Sunstar Hotel. Motel. So, jetzt fängt es richtig an zu schütten. Ich nähere mich eben eher dem Sturmtief. Ah, schlecht. Nun gut. So, immer weiter rennen. Wo bin ich denn hier? Okay, beim Elektro-Großhändler. Was ist das hier? Da waren wir schon. Ich darf nur nicht zu weit rennen. Okay, vorbei an der Schule. Oh Mann, alle Glasscheiben sind hier schon zerstört.
So, wenn ich mir jetzt noch einen Blitzschlag einfange, dann war's das. Dann kann ich einpacken. Dann habe ich's überstanden. Okay. Was bin ich? Feucht. Aha. Geschwindigkeit ein wenig eingeschränkt. Nun gut. Solange ich trotzdem noch von den Zombies davonlaufen kann, geht es ja gerade noch. Ah, könnt ihr euch da noch dran erinnern? An die schöne Aktion hier mit dem Molotow-Cocktail. Oh Mann, oh Mann. So, also ihr wisst schon mal, ich denke, demnächst gibt es wieder so eine Aktion mit dem Molotow-Cocktail, denn sonst bekomme ich hier die Zombies nicht in den Griff. Es funktioniert gar nicht anders. Zumindest wüsste ich nicht wie. Könnte sie höchstens auch irgendwie weglocken, indem ich irgendwo anders mit einer Knarre rumballere. Ja, aber das glaube ich ist auch nicht unbedingt die beste Lösung. So, wo bin ich jetzt? Okay, ich bin bei der Mini-Mall. Das heißt, ich müsste hier durchkommen, oder? Irgendwo? Hier komme ich durch. Gut, wir sind schon mal in der Nähe. Durchnässt. Ich besteht die Möglichkeit, sich zu erkälten. Ja, ganz toll. Ich habe mich ja auch hier lange genug aufgehalten. Halt, ich darf hier noch nicht rennen. Ich muss hier erst noch nach unten. Sonst kenne ich mich nicht mehr aus. So, hier irgendwo muss ich durch. Das weiß ich noch. Dann müsste ich normalerweise beim Lagerhaus rauskommen. Ah, okay. Stimmt das oder stimmt es nicht? Ja, stimmt mir bedingt. Ich komme zwar nicht beim Lagerhaus raus, aber... Oder doch, das müsste das Lagerhaus gewesen sein. So, klitschnass. Eine Erkältung ist wahrscheinlich. Ja, ganz toll. So, jetzt aber wirklich nach Hause. Und dann ab ins warme Bett. Damit ich wieder ein bisschen zu Kräften komme. So, wo bin ich hier? Hier bin ich noch nicht richtig. So, hier nähere ich mich aber schon mal. Mehrere Zombie-Leichen, das heißt, ich müsste in der Nähe meiner Basis sein. Vielleicht mache ich mir auch gleich einen heißen Tee. Vorausgesetzt, ich habe einen Teebeutel. So, wir sind zu Hause. Gut, jetzt fängt sowieso zu schütten an. Genau rechtzeitig. Nix wie rein hier. So, erstmal abtrocknen. Oh Mann, ist das finster. Oh Mann, ich sehe ja hier gar nichts. Habe ich noch was zum Abtrocknen? Badetuch. Okay, nur noch durchnässt. So, jetzt brauche ich noch ein zweites Handtuch. Oh Mann, ich finde ja nicht mal die Tür. So fängt es ja schon an. Also ich sehe genauso wenig wie ihr gerade. So, habe ich hier noch irgendwas zum Abtrocknen? Geschirrtuch. Ansonsten... Nee. Gut, ich bin aber nur noch feucht. Nichts anderes mehr. So, sich abtrocknen. Gut, wird's besser? Ja, wird besser. Schön. Gut, okay. Wir überspringen jetzt mal ganz geschwind die Nacht. Denn so macht das wenig Sinn. Okay, hungrig ist auch. Kann er nachher was haben. Gut, er wird müde. Kann ich vielleicht schon schlafen gehen? Bei dem Wetter. Ui, ich höre Zombies. Und draußen gewittert's und scheppert's. Ah, zu starke Schmerzen. So, ich muss zeuglos werden. Und zwar viel Zeug. Nimm mal das alles. Weg damit. Okay, kein Platz mehr. Dann weg damit. So. Hier haben wir noch eine Schokolade. Die essen wir doch gleich mal.
So, der Vorschlaghammer. Weg damit. Das alles kann auch weg. Wie gesagt, ist jetzt nur provisorisch das Ganze. So, er ist nicht mehr überladen. Das heißt, jetzt könnte ich normalerweise schlafen gehen. Normalerweise. Oder auch nicht. Gut, Schmerzmittel. Haben die schon gewirkt? Okay, wir nehmen einfach nochmal Tabletten. Immer noch Schmerzen. Trinken wir nochmal was? Okay, kann gar nichts trinken. Ist anscheinend gar nicht durstig. Gut. Schlafen. So, ab in die Haier. Oh Mann, der Wecker hat mich jetzt schon geweckt. Ganz toll. Den hätte ich mal lieber umgestellt. Nun gut. Ich habe hier aber noch Zombies gehört. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Wo sind die? Nee, keine Zombies. Gut, dann habe ich mich vielleicht auch nur getäuscht. Aber mir ist es so ehrlich gesagt auch lieber. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Ich muss hier unbedingt was an meiner Basis machen. So viel steht schon mal fest. So kann es nicht weitergehen. Und von daher, ja, denke ich, wir errichten jetzt schon mal einen zweiten Wall. Ähnlich wie ich es hier gemacht habe, mit diesen Baumstämmen. Holz haben wir ja genügend. Damit ich zumindest, ja, mich ein bisschen absichern könnte. So, zack, zack. Ah, gemäßigte Anstrengung, gut. Stofffetzen bräuchte ich noch. Die könnte ich aber doch auch reinigen. Dann nehmen wir die nämlich gleich mal her. Ich kann mir neue von den Zombies holen. So, Baumstämme noch mitnehmen. Und dann errichten wir hier gleich mal die zweite Mauer. Dann können wir nämlich normalerweise hier oben eine Verbindung herstellen. Und dann können wir uns oben eine Art Wehrgang errichten. So wäre jetzt der Gedankengang. Okay, wieder 4 Baumstämme wahrscheinlich benötigt, oder? Gut. 3 Stück. Nehmen wir mit. So, jetzt habe ich sowieso nichts mehr. Okay, dann muss ich wieder Bäume fällen. So, 4 Stück. Schön. So, warum nimmt er die nicht mit? Okay, er ist überladen. Kein Wunder. So, Wände. Wand aus Baumstämmen. Denn ja, Wände bzw. Bäume gibt es ja genügend. Und die Stofffetzen bekomme ich ja relativ leicht von den Zombies. Von daher denke ich, ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir hier noch eine zweite Wand hinsetzen. Denn doppelt ist immer gut. Doppelter Schutz. So, haben wir das. Nehmen wir das noch mit. Sehr schön. Gut, die nächste Wand. Nee, warum nicht? Ah, weil ich keine Stofffetzen mehr habe. Aber ich weiß, wo wir welche herbekommen. Kleidung zerreißen. Gut, dass ich die ganzen Zombies hier noch liegen gelassen habe. Und nicht verstaut habe. So, bauen. Wände. Wand aus Baumstämmen. Hier hin. So, es wird. Schön. Super. Mein Fort wächst. So, die nehmen wir gleich wieder mit. Und wir rücken gleich mal dem nächsten Baum zu Leibe. Ui, etwas durstig und ein wenig hungrig. Zu trinken hat er nichts mehr, oder wie? Flasche leer.
Okay. Gut, das heißt, ich muss mir gleich mal Nachschub holen. Das machen wir jetzt dann auch gleich, nachdem ich die nächste Wand errichtet habe. So, okay. Gut. Halt weg mit dieser Wand. Die brauche ich jetzt nicht. Na, jetzt da. Gut. So. Hier durch. Was gibt's denn Schönes? Du Spachteln. Kaffee habe ich doch hier irgendwo schon mal heute gesehen. Kaffee und Mehl packen wir gleich mal hier hin. Braucht man nämlich nicht. Tomatenketchup ist hier nicht drin. Dann ändern wir das mal. Gut, und zum Essen holen wir uns ein paar Kartoffeln. Ah, sehr schön. Haben wir das auch gleich wieder verstaut. Gut, zu trinken haben wir noch gesagt. Braucht er was? Kommt eine Wasserflasche mit? So, die leere haben wir. Haben wir wo? Haben wir hier. Okay. Gut, dann können wir direkt weitermachen. Mit der Aktion hier. Wand 2.0 sozusagen. So, kann ich die eigentlich wieder reparieren? Nee, aber ich könnte sie abbauen anscheinend. Gut, auch nicht schlecht. Das ist echt nicht verkehrt, dass ich da den Vorschlaghammer gefunden habe. Der wird mir da noch gute Dienste leisten. Okay, ist er da ausgehabt? Nee, warum kann er den nicht fällen jetzt? So, mitnehmen. Gut. Bauen wir noch die letzte Wand. Halt, ich habe wieder keine Stofffetzen mehr. Dann holen wir uns noch geschwind welche. Und dann setzen wir auch noch die letzte Wand hier direkt hin. So, dann nehmen wir das Behälter. Gut. Wände, Wand aus Baumstämmen. Zack. Sehr schön. Dann steht die Wand auch. Und ich sage auch schon wieder, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.